Hallo und herzlich willkommen bei Untergraben, dem Underground-Podcast mit dem wohl vorgelesensten Intro aller Zeiten und immer noch besseren Inhalten als alles, was Silence jemals verbrochen hat oder werden wird. Als ich in Amerika die Big Four Thrash Metal bzw. Anthrax, Slayer, Megadeth und Five Finger Death Punch bereits etabliert hatten, waren Traitor aus Balingen wohl noch nicht einmal geplant. Als allerdings Creator, Sodom, Destruction und Tankard 2012 die Split The Big Teutonic Four in die Läden schmissen, wurde mit Thrash Command das erste Album von Traitor aufgelegt und es sollten mit Venomizer und Knee Deep in the Dead noch zwei weitere folgen, die in den Medien positiv aufgenommen wurden. Jetzt haben wir 2020 und inmitten von Covid-19 freue ich mich übelst, Lorenz von Traitor in unserem kleinen Podcast zu haben. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben uns das letzte Mal auf dem Partisan gesehen. Ja, ja. 2019 Partisan, richtig. Servus Grave, ich grüße dich. Schwelgst du noch in Erinnerungen? So, was ich noch weiß, ja, war ein lustiges Festival, so, ne? War auch eine gute Show, soweit ich mich erinnere. War sehr windig. Und, waren wir nicht im Zelt? Wir waren im Zelt, ja. Wir waren im Zelt. Achso, außerhalb des Zeltes meinst du dann natürlich. Ja, yeah, außerhalb des Zeltes so. Aber du warst auch mal bei uns am Campingplatz so. Und auch was gefilmt. Du erinnerst. Ich habe auch Phil getroffen. Da habe ich mich gefreut, den Film mal wieder zu sehen. Mein Dicken so. Das war auch nett. Der hat auch immer Geschenke dabei, wo ich mich sehr freue. So. Das hast du auch nett überbracht. So, da erinnere ich mich noch gut dran und alles. Also ja, Partisan 2019. Das war unser letztes Intermezzo, mein Lieber. Also normalerweise, wenn der Phil einem was schenkt, dann erinnert man sich in der Regel nicht mehr so gut an irgendwas. Deswegen verwundert es mich umso mehr. Ich bin ja geeigneter Typ, so weißt du. Du hattest da ja auch das Interview, glaube ich, mit diesen zwei Menschen bei euch. Ja, das war mit dem Dani und ich weiß nicht mehr, wie das Mädel hieß. Der Daniel Hoffmann, der diesen Total Thrash-Film macht, weißt du, der macht so eine Doku über deutschen Thrash-Metal von, glaube 82 bis heute und da machen wir einen großen Part von dem Film mit und der klebt eigentlich seit, 2019 auch bei uns am Arsch und filmt alles mit, so alle Ups and Downs und was so halt so den Nordic-Stuff so im Hintergrund so alles und ich glaube, es wird ganz cool. Soll ja auch ins Kino kommen und bin ich gespannt, wie das am Ende alles läuft, habt ihr noch ein paar Mal getroffen. Der war auch bei mir in Nürnberg mal so, waren wir am AEG-Gelände, haben dort noch gefilmt, auch mit den Wolfpack-Jungs und alles. Und ja, ist cool. Also genau, aber das war die Geschichte. Da warst du da und genau, da wurden wir gefilmt von ihm jetzt. Genau. Boah, wir schweifen gerade komplett von dem eigentlichen Plan ab, aber da gab es doch mal, wie hieß denn dieser? Da war doch so ein Typ, der war ein bisschen fester, ein bisschen dicker und der hatte auch dieses wirklich große, ambitionierte Filmprojekt. Das war 2014, 2015 auf dem A Chance for Metal Festival habe ich den getroffen, auf vielen kleinen und der hat dann auch allen möglichen Bands für horrende Summen so Interviews verkauft und hat es gefilmt und hat gesagt, er mag da draußen eine ganz große Reihe machen mit ganz vielen Beiträgen über die gesamte Metal-Geschichte von Deutschland und wollte das, wie gesagt, an Arte verkaufen. Und das ist so unfassbar in die Hose gegangen und viele haben gesagt, okay, der hat einfach nur irgendwie die Kohle von den Leuten abgegriffen, hat sich ein schönes Leben gemacht und hat gesagt, ja, da kommt was Großes. Boah, erinnerst du dich nicht? Wir zahlen da ja nicht für so, die fahren uns ja hinterher, die zahlen ja eher dafür, dass wir uns filmen dürfen, blöd gesagt. So, ne? Also von dem her, vielleicht ist das, da gibt es ja auch schon viel Beiträge so in diesem Internet so, das ist schon, glaube ich, ein bisschen seriöser. Weil das habe ich nicht mal mitbekommen. Und wann war das? 2014? Ja. Ich erinnere mich gerade nicht an den Namen von dem Typ. Auf jeden Fall hat man nie wieder was gehört. Ganz, ganz spannend. Auf jeden Fall. Nicht mitbekommen. So. Also, aber genau. Ich glaube, dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was da draußen noch wird, weil ich habe mich gerade überlegt, ob ich davon schon irgendwie was gesehen oder gehört habe. Aber ja, er klang ganz patent auf jeden Fall. Also da habe ich dann... Okay. Ja, auf jeden Fall, da gibt es Sachen so. Kannst du in diesem Internet sehen und auch schon viel Lenny habe ich getroffen, gesehen. Da irgendwie Beiträge von denen, dann irgendwie Sodom war da, Bonded und keine Ahnung, also wurde schon viel veröffentlicht. Also es existiert wirklich. So. Ja, okay, nice. Ja, dann sind meine Hopes high. Genau. Okay. Mal grundsätzlich in Tüte gesprochen. Ich meine, klar, Partisan war eine Riesensause, aber was wären denn die Pläne für dieses Jahr gewesen, bevor uns diese ganze Geschichte so ein bisschen angefahren hat? Ja,
Ja, also wir hatten eigentlich ziemlich viele Pläne und auch echt coole Konzerte und fette Festivals am Start. Und wir haben ja Ende 2019 dann auch unser Boxset rausgehauen, weil wir ja 10 Jahre alt geworden sind, die Decade of Revival. Und das lief ja super. Das Teil war ja vor dem offiziellen Release schon ausverkauft und wir hatten dann halt selber für den Shop noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Stück, so was wir halt bekommen haben, so, und dann will jeder eine natürlich auch selber behalten und dann warst du so, ah ja, irgendwie, ja, in 2 Minuten, so, ja, wir haben nichts mehr, scheiße, Alter, wir hätten doch mehr machen sollen, so, aber ja, kannst du ja nicht wissen und dann wolltest du natürlich machen, so, ah ja, wir machst halt Boxset und das bringst halt einmal raus, so, weil du bist halt einmal 10 Jahre alt, ne, und dann immer nachpressen ist halt dann auch irgendwie blöd, so, weil du sagst, oh, ist limitiert und dann, ja, nee, jetzt machen wir nochmal, um den letzten Euro aus den Leuten rauszupressen, so, ist scheiße. Aber ja, das lief super mit dieser Box und aufgrund dessen hast du natürlich wieder mehr Zucker im Arsch und die Festivals wollten ein und coole Sachen, auf was man noch nicht gespielt hat, so Burgbrand Open Air, das Darmstadt war dabei, Metal Feast in Bremen und auch Zeug, wo wir halt selber noch nie waren und mit coolen Bands, wo man sich drauf gefreut hat und ja, also ich meine, wir müssen uns da glaube ich eh nichts vormachen, so, das ist gelaufen das Jahr, also auch wenn die sagen 31.8., dann Großveranstaltungen oder Veranstaltungen dürfen wieder stattfinden, so. Also, ja, dann ist halt September, hast noch 3 Monate und ja, wo wissen die ganzen Veranstaltungen reindrücken, das klappt ja eh nicht und ich glaube, also 2020 ist so gelaufen für Live-Sachen, da müssen wir das Beste draus machen einfach und ist ja oft so, dass du dann irgendwie so, keine Ahnung, so einen weiteren Vertrag kriegst fürs nächste Jahr, so, aber ich glaube, da sind die ganzen Veranstalter auch selber noch am Gucken und wie, wo und was. Und man sollte mal allen noch irgendwie 1, 2, 3 Wochen so Zeit geben und dann E-Mails schreiben, weil ich kriege dann auch, also ich kriege permanent jetzt auch gerade von irgendwie so Trader-Fans so immer E-Mails, ja, wann ist Verschiebung und wann findet das statt und bla bla bla. Und so, ja, Alter, keine Ahnung, noch nichts vom Veranstalten gehört, aber dem brennt sich auch der Arsch so, also es chillt einfach. Muss nur zu Hause sitzen und warten, wird schon alles gut so und ja, ich hoffe, dass wir alles so, was wir 2020 jetzt nicht machen konnten, so 1:1 auf 21 umsetzen können und ja, war halt eine Pause, so ein Jahr ja. und soll's so. Also man macht ja trotzdem Sachen so. Also wir schreiben trotzdem Musik so, mit diesem Internet kannst du ja auch Zeug rumschicken und mittlerweile hat es in Baling, glaube ich, die Stadt auch gesagt, dass du wieder mit 5 Leuten so im Proberaum gehen darfst so und halt keine Partys feiern und bla 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 natürlich. Aber wir sind ja auch nur zu 4 drum, von dem her eh easy. Aber jetzt hatten wir erst einen Wasserschaden bei uns im Proberaum, wo diese Heizung irgendwie geplatzt und stand unter Wasser und war der Die letzten 4 Boxsets, die leider auf dem Boden standen, hat es auch noch erwischt. Ja, von der Arzt, weißt du so. Und da warst du so, Alter, fuck, unser ganzes Equipment, weißt du, so mehrere 10.000 Euro da drin, Wasserschaden, fuck. Und er so, ja, hey, ich stehe auch so, ja, schon so im Wasser drin. Ich so, was? Warum bist du so ruhig? So, ja, aber ist ja schon nass, ne? So, ja, super. So, und so von nach Bali gefahren, wir hatten halt das Glück, so, dass wir die ganzen Boxen und so weiter so auf Europaletten haben, ne? Und so stand das Wasser dann nicht. Und ich war halt alles, boah, hoffentlich gab es keinen Kurzschluss, weil, also Strom haben wir nicht angemacht und ich hoffe halt, dass das ganze Zeug noch tut, weil ich halt auch so alte Verstärker habe, die werden seit 15 Jahren nicht mehr produziert und dann, wenn da der halt eine Box durch fatzt, so, dann findest du schon immer so, ja, in Brasilien über eBay Kleinanzeigen irgendwie so ein Ersatzteil und keine Ahnung, ob du es dann kriegst und so, und das ist ja blöd so, aber ja, also von dem her, es gibt schon so ein paar Sachen, die man immer macht, so auch bandintern, so wie dann Proberaum trockenpumpen und ja, sonst halt Musik schreiben, so, ja, also sind schon aktiv, machen Sachen, haben jetzt mal endlich so Girly-Shirts auch für die Mädels machen lassen, so neue Shirt-Designs entworfen, wir haben einen neuen Album weitergearbeitet, so mit Wolfpack haben wir jetzt auch einen neuen Drummer noch und mit dem viel machen, das zweite Album endlich mal schreiben oder fertig schreiben, sind da schon lang dran und eigentlich von dem her passt es so, dass 2020 jetzt, sag ich mal, nicht so bühnenmäßig so aktiv sind, so weil man auch viel zu tun hat, aber um ehrlich zu sein, für mich schon jetzt mal wieder live zu spielen und einfach mal ein bisschen so unter Leute und irgendwie dumm Scheiß rauslabern, so, weißt du, das ist schon so ein Ding, aber ja, wird besser und weiß ja, also ich find's auf jeden Fall spannend, klar, weil also viele Festivals oder viele Veranstalter, von denen ich halt gehört habe, die sind jetzt wirklich gerade momentan so dran, naja, lass uns doch mal gucken, vielleicht tun wir in September ein kleineres Programm machen oder so. Und ich find's, glaube ich, spannend einerseits, weil natürlich
Fate favors the bold, sage ich mal. Also wenn es dann halt zwei, drei Leute gibt, die sagen, okay, fuck it, wir machen was, dass halt dann gerade die ganzen Leute, die komplett ausgehungert sind, dass sie sagen, hey, ich will unbedingt jetzt noch auf irgendein Festival, dass sie halt die belohnen, die dann vielleicht irgendwas Kleineres aufziehen. Aber wie du vorhin auch schon gesagt hast, es wird, glaube ich, anstrengend, dann wirklich alles auf diese Wochenenden dann zu schieben. Und dann hast du vielleicht noch im September vielleicht noch zwei gute Wochenenden und da packst du dann alles rein. Ja, also, ich glaube, überall hin dann so, ne? Aber du musst ja auch weiterdenken. Ich meine, diese Hallen, die werden ja auch übers Jahr vermietet und das machst du Anfang des Jahres so, ich will die im September haben oder im November an dem Wochenende und dann ist da wer anders drin so und das ist ja alles schon auch gelaufen. So, ne? Mhm. Ich meine, die Hallen stehen ja nicht leer und sagen, ja, komm, wann du willst so und mach, was du willst. So. Also du musst ja schon anmelden und da ist ja auch Arbeit drin. Und aber ja, also ich glaube schon, dass das, also es kann so irgendwie in zwei Richtungen gehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, so, dass du diese Großveranstaltung so ab 1000 Leute verboten, weil 1,50 Meter Abstand, whatever. Das wirst du auch bis Ende August und Anfang September nicht irgendwie gelöst haben. Und wenn dann halt so kleinere Shows gibt, so 100, 200 Leute. Also ich glaube, da ist so ein Run dann echt drauf. Nur kann ich mir auch vorstellen, dass die Leute sehr verunsichert sind, wenn du noch nicht so ein, halt noch keinen Impfstoff hast und alles. Und vor allem, wenn du auch dir das anschaust, so rein rechtlich, wenn man dir nachweisen kann, du warst auf dieser Veranstaltung, da waren 100 Leute oder sowas, was eigentlich okay ist, die müssten quasi den Sicherheitsabstand einhalten, so, geh mal auf eine Metal-Show und halt mal 1,50 Abstand. Also, das kannst du machen, wenn halt 10 Leute vor der Bühne sind, so, die dann irgendwie so anordnen, aber wenn du halt irgendwie dann 200, 300 Leute hast, also wie willst du das machen, Alter? Also ich gehe ja viel auf Black-Metal-Veranstaltungen, da ist das ohne Probleme möglich. Da hast du dann in der Regel immer so 10 Meter Abstand zu jedem. Ja, ja. Und jeder, der näher kommt. Aber man mag ja auch keine Menschen im Black-Metal. So, weißt du? Das ist ja so, alle, so, fickt euch, seid misanthropisch. Aber ja, also ich glaube, das wird halt ein Problem, weil du hast halt rein rechtlich auch das Ding, wenn man den nachweist, so, ich war auf dieser Veranstaltung, jetzt habe ich Covid-19, so, und ich kann das nachweisen, dann ist der Veranstalter rechtlich, kann es den belangen. Und also er will sich das Risiko geben, frage ich mich halt auch so. Und ich weiß nicht, wie das ist. So klar habe ich Bock auf Shows zu gehen. So. Ich meine, wir, wenn wir uns anstecken, juckt uns ja nicht so. Ne? Also sind wir krank, 2-3 Tage und fertig. Ne? Aber ich möchte auch nicht... Ach, du bist ja noch jung. Ich gehöre ja schon voll zur Risikogruppe mit meinen knapp 60. Es ist ja die Jugend. Die Haare sind ja auch schon ausgefallen. So, ne? Das ist aber nur der Frust, weißt du, dass ich nicht raus darf. Nee, das ist halt einfach echt so ein Also ich kann mir schon, also so, wenn du das jetzt halt so lange durchgezogen hast, klar haben die Leute am Bock, Kino, Theater, Konzerte, ist ja alles, so dass du da wieder hingehst. Und ich glaube auch so Sachen wie, wenn du ins Kino gehst, dass die Leute dann halt meinen so, okay, du sitzt da mehr, so, du betest da nicht, guckst einen Film, so, aber geh mal auf eine Metal-Show, weißt du, dann Bier trinken, anstoßen, hier umarmen und ich meine, hast dich so lange nicht gesehen, dann bist du dicht und dann kam da immer so ein besoffener 65, damals Slayer 87 und spuckt dir die ganze Zeit ins Gesicht. So, das passiert halt auf Metal-Shows und das gehört irgendwie auch dazu. Und das ist halt so ein Ding, so, also wirst du nicht vermeiden können. Und ich glaube, vom wirst du das ja einfach, da wird nichts mehr laufen. Und ich glaube, das Beste ist einfach, wenn man sich damit abfindet und dann nicht immer so, ja, danke Merkel und aber ja, machen wir das Beste draus, Alter, was wir jetzt machen. So. Müssen wir halt mehr Podcasts machen und darüber Scheiß labern. So. Und nächstes Mal, wenn wir uns 10 Spucken noch wieder ins Gesicht brave. So. Das machen wir schon. Das ist total schön, vor allem, wenn du mich halt vollkommen verzweifelt, auch nachts um 2, nachdem ich mein drittes Bier hatte, vollkommen besinnungslos gesoffen. Ja, praktisch die Reste von anderen Leuten auszuzeln, weil ich einfach nichts vertrage. Ja, das ist immer schön, dass der Lorenz dann auf einen aufpasst. Ja, siehst du so, got your back, Bro. So. Nee, aber das ist halt, glaube ich, echt dieses Ding. Also entweder haben wir diesen super Run drauf auf Veranstaltungen, gerade so kleinere, was super geil sein kann, aber ich könnte mir halt wirklich auch vorstellen, dass die Leute da dennoch vorsichtig sind und dann erstmal, ah ja, hier gucken und mit den Auflagen und bla bla bla. Das ist so also ein zweischneidiges Schwert, aber wir werden es sehen. Also ja, ich glaube einfach, wie gesagt, Pause machen, das ist ja für viele Bands ist auch immer ganz wichtig, dann zu sagen, ja, wir haben uns selber entschieden, dass wir uns ein bisschen rar machen, um geilen Scheiß zu produzieren, ne? Und waren nicht alle Gigs abgesagt wegen Covid? Nee, wir wollten uns rar machen und wir wollten auf Sachen, kauft unsere neuen Alben. Ja, klar. Ja, ich meine, aber... Underground, also weißt du. Also anfangs war ich auch so, boah, scheiße, Alter, die ganzen Gigs weg und
jetzt dieses Boxset halt rausgehauen und das ist natürlich Promo und du willst natürlich auch irgendwie bewerben, klar, und die Songs live spielen und weißt du, geil. Aber dachte ich so, ah ja, jetzt hast du halt auch viel Geld, Muße, Schweiß, Herzblut rein, so, und das kannst du es nicht irgendwie so, also wirklich so offen austragen. So, ja, ja, so raustragen, so, ne? Und dachte, fuck, jetzt tust halt, weil, also wir sind ja, das ist ja das Schöne eigentlich, so in der jetzigen so Metal-Szene, wir sind ja alles irgendwie so Metal-Hippies, so, ja, peace and love, und eigentlich finden wir euch auch scheiße, aber wir mögen uns irgendwie trotzdem so, und es gibt nicht dieses krasse Gehate so offen, so, was früher vielleicht bei anderen Bands mehr gab, so, weil man irgendwie doch irgendwie sich alle kennt und irgendwie nicht jeder so ganz beschissen ist irgendwie so, auch wenn man es nicht möchte, so. Aber dachte ich einfach so, weil die Konkurrenz quasi auch da ist, so, du musst unbedingt Scheiß machen, dass du nicht so versumpfst, aber jedem geht's ja so. Also niemand spielt Touren, niemand spielt große Gigs und tut neue Leute kennenlernen und also bei jedem geht's so. Und jetzt kannst du halt einfach mal, okay, jetzt hock mal halt mal ein Jahr und schau mal, wer es überlebt und dann noch überhaupt Muße hat, weil das Ding ist halt, wenn du dir überlegst, so auch wenn du so in der Gastro arbeitest oder so privat was aufmachst, wer macht denn das noch? Weil du bist nicht gesichert dadurch, wenn wieder sowas ist, so dich mit dem Stress geben, keine Ahnung. Und da wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen. Wie sieht's denn da bei euch privat aus, sage ich mal? Wie trifft euch das privat? Also ich glaube, die anderen drei trifft es nicht so hart, weil die arbeiten ja so richtig nebenher. Und ich bin ja so, ja, also mich trifft es schon, weil ich bin schon fuck arbeitslos halt. Also. Aber das ist ja auch witzig, weißt du, das ist so mit dem, was die Eltern halt immer gesagt, ja, erst machst was Gescheites und dann kannst du deinen Scheiß machen. So. Und dann da habe ich auch so überlegt, so weißt du, habe ich Abitur gemacht, eine Ausbildung zum Zimmermann, dann wollte ich Lehrer werden, habe studiert erst mit allem, so doch nicht Lehrer, dann Ingenieur gemacht, so Geophysik studiert, Master gemacht, dann in der Gastro gearbeitet, so, und also von Handwerk zu Akademiker zu Gastrobereich, so, und darf ich alles nicht mehr machen, so. Und Musik darfst du jetzt auch nicht spielen, und jetzt habe ich irgendwie all meine vier Möglichkeiten, meine professionellen irgendwie ausgeschlachtet, aber darf trotzdem kein Geld verdienen. Drum ist es irgendwie schwierig und drum bin ich ein bisschen arbeitslos. Aber ich meine, ja. Also ich du scheinst High Hopes zu haben. Ja, ist blöd, ne? So, ne? So. Aber was man draus lernt, Kinder macht, was ihr wollt, weil du kannst alles machen, was die Eltern machen, und am Ende kommt Covid und darfst trotzdem nicht arbeiten, so, und dann hockst du da, ne? Toll, danke. So, aber das ist interessant, du bist Zimmermann. Ja. Ja, weil wir bauen ein neues HQ, eigentlich. Ah. Genau, ja, da könnte man vielleicht. Ich habe so viel zu tun momentan, so, also tut mir leid. Nee, kann schon machen, ja. Wir müssen aber alles schwarz machen. Ne? Das muss ich jetzt aber hier im Podcast auch öffentlich sagen, dass wir das halt schwarz machen müssen dann. Ja, wir sind ja auch so ein schwarzer Untergrund und sowas, ne? Also. Ne, wenn Schwarzarbeit, dann doch im Black Metal, im Thrash Metal. So Black, Thrash, whatever, alles. Fuck it. Alter, ich mach dir das gerne, nur musst du das Werkzeug besorgen, weil es gibt nichts Beschissenes als scheiß Werkzeug. Und wenn ich da nicht irgendwie eine Hilti oder so einen Scheiß habe, dann fick dich so, dann gehe ich mir nach Hause. Nichts Beschissenes, wenn du mit so einem Aldi-Akkuschrauber ankommst, ja, mach mir mal mein Dach, ja, hier, nee. So, ich befürchte das für 2021 und dann ist es eh alles durch, von daher, genau. Ich wusste ganz genau, dass es total hart eskaliert, dass wir nie mit unseren Fragen durchkommen, genau, was hab ich denn noch? Frag doch mal endlich mal was Musikalisches. Du Lorenz, wie ist denn das am Bass? Es ist ein hartes Leben, weil niemand nimmt dich ernst. Und also ich dachte, es hört irgendwann mal auf, so oh ja, yeah, I met a guy, he's in a band, oh, only bass player. So irgendwie diese billigen Witze, die ich seit 10, 15 Jahren. Ich krieg das fast jeden Tag immer noch und ich denke mir so, haha, wird das nicht langweilig irgendwann? Running System, glaube ich. Ja, lass uns mal, warte mal, was habe ich denn noch Schlaues aufgeschrieben? Genau. Also was ich persönlich auch immer ganz spannend finde, ich meine, vor allem jetzt, wo ihr ja verfolgt werdet von diesem offenbar sehr verwirrten Kameramenschen, der praktisch diese Doku oder diesen Film machen will. Ja. Also wir haben euch auch in den Rezensionen immer so als ein Paar der Next Teutonic Thrash Four genannt. Und ich glaube, ihr habt euch diesen Titel, also du musst dich jetzt nicht selber loben, das übernehme jetzt ich.
Ne, dass ich glaube, dass das Trader hat sich einfach in den letzten Jahren extrem gut entwickelt. Ihr wart immer am Puls. Ihr habt geilen Scheiß rausgehauen. Wirklich schönen Oldschool-Zeug. Und ich glaube, ihr habt euch diesen Titel, dass ihr zumindest da aufgezählt werdet, wenn ihr von den nächsten vier Teutonic Four sprechen, dass ihr da mit dabei seid. Aber du hast vorhin schon gesagt, ihr arbeitet, man kennt sich in der Szene, ihr habt viel mit anderen Thrash-Metal-Bands natürlich zu tun. Wer wären denn aus deiner Sicht die anderen drei? Also wenn du jetzt sagen könntest, wer sind denn die nächsten Teutonic Four, wenn Trader schon mit dabei ist? Gute Frage. Aber es gibt halt so auch echt coole, also viele Bands, so die das echt verdient hätten. Und aber nur in Deutschland jetzt so, ne? Also, genau, die Teutonic Four. Ja. Ich würde das jetzt so vom Bekanntheitsgrad her machen. Das Problem ist so, auch kleinere Bands, mit denen wir, die sind alle super cool, weißt du, die Dudes, wenn du mit denen rumhängst und dann so, klar will ich mit euch touren, so, weil es wird auch einfach eine Gaudi, so, ne? Und dann gibt es super viele Sachen, so, also vier, also drei jetzt mit uns. Boah, also die Dusties auf jeden Fall, so Dustboat wäre dabei, glaube ich, allein, weil die Leute, die halt kennen, so in Staaten unterwegs waren und alles, so, die kennt man halt so. Ich glaube, dass wenn du Leute fragen wirst, die werden da auf jeden Fall aufgezählt. Super nette Typen auch, sind cool. Mit wem denn? Pribyat wäre, glaube ich, sowas, obwohl, also Pribyat, die waren jetzt doch, waren die nicht letztes Jahr auch mit Exuma noch auf Tour und allem? So, kann sein. Ja. Pribyat, die Dusties, irgendwelche. Ja, also entweder dann noch die Asis von Nuclear Warfare oder die Chaoten von Anti-PV. Ah, oder die Space Chaser Dudes waren halt auch super low. Ach, weißt du, es gab so viele, es war so witzig, so diese Crew dann so. Aber wenn wir es nochmal, also die Dusties, Pripyat, Space Chaser, Anti-PV, Nuclear Warfare, die drei. Die Big Teutonic Ten. Ne? The next Big Teutonic Ten. Vielleicht die drei Bands, so die Spaceys mit Andy PV, so dann nehmen wir, also jeder darf so einen Kämpfer aufstellen und der überlebt, so, der darf dann mitmachen. So, das machen wir bei uns so im Hinterhof, so Liegestühle, ja. Und dann kämpft bis zum Tod und machen da einen so. Genau, und das sind dann die nächsten vier, die alle von Nuclear Blast dann genommen werden und genau. Genau. Und dann tauschen wir einfach aus, so machen wir das dann. Nee, aber ich glaube, das wäre ein cooles Package, so mit dem. Und das würde auch Bock machen. So, aber die würde ich sagen, ich glaube, Nuclear Warfare, die sind nicht so präsent, so in den Medien mit allem, weil das sind ja die Hobos einfach. Ich meine, da der Fritzel, wo wohnt der? Der wohnt hier um die Ecke, glaube ich. Der wohnt ja auch Richtung Brackenheim, Heilbronn irgendwo. Ja, genau. Und ich meine, der Alex, der ist in Brasilien und ich weiß nicht, ist der. Boah, wie heißt denn jetzt? Stehe ich da wie ein Arsch auf ihn, ich weiß, wie er heißt. Der Gitarrist von Nuclear Warfare. Olli? Oh, der Lischl? Lischl, ja, fuck mich dumm. Ja, klar, so alle Lischl, ja. So. Keine Ahnung, wo der wohnt, ob der auch in Stuttgart ist oder so. Doch, der kommt auch hier aus der Ecke. Ich meine, ich erinnere mich, dass ich den früher mal vor 4000 Jahren schon mit dem Auto besoffen nach Hause gefahren habe. Er erinnert sich nie an mich. Aber wir sind früher noch in Rockfabrikzeiten, so die frühen 2000er, habe ich den unzählige Male nach Hause gefahren, weil er einfach komplett hilflos war. Es war immer ganz spaßig. Also wenn ich ihn manchmal sehe und auch dicht ist, dann sieht er echt auch hilflos aus, wie so ein Junge, der halt dicht ist und nicht weiß, was er so machen muss. So, der steht einfach im Raum und trinkt Bier und wartet drauf, dass ihn irgendwer anspricht und ist so lustig, er ist so ein witziger Kerl auch. Aber die Jungs, man, also die finde ich halt recht cool, weil die wirklich Oldschool-Fresh machen so und schnell nach vorne, ohne Schnickschnack. Und ja, aber der Fritz ist auch ein witziger Kerl, so mit so Ginger-tote Haare, so, die da am Schlatz. So und sind in Südamerika auch super groß gerade. Also momentan, klar, durch den Drummer, sage ich mal. Ja, die haben ja auch, was weiß ich, alle Furzlang sieht man auf dem Fritzl seinem Profil. Was weiß ich, irgendwelche Südamerika-Bilder. Und ich glaub, wenn du es da geschafft hast, das ist so ein bisschen ein Spot, der ich weiß nicht, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Aber ganz viele Bands haben, weil das halt total loyale Fans auch sind, habe ich das Gefühl, in Südamerika. Also ich glaube, wenn du da halt auch spielen kannst, weil das sind halt,
wir sind da in Deutschland ja super verwöhnt, so, weißt du, dann irgendwie, ja, hast du Catering da, fährst du da in hier ein Hotel, dann blase ich dir nachher noch ein, wenn du nett bitte sagst, so, und dann, genau, und wenn du halt in Brasilien bist, dann so, ah ja, spielst du halt irgendwo in so einer Klitsche, wo so ein Barbecue ist, da sind dann 50 Leute, die ein öffentliches Barbecue machen, über die fette Party, so, und das ist halt, also schon geil, wenn du dann vor 5000 Leuten spielst, keine Frage, wenn du dann im Hinterhof, keine Ahnung, an einer alten Tankstelle oder so, wie geil wäre denn das, weißt du, spielst du, da hast du so 50 so Dudes, so, die über die Party machen, so, scheiß Sound, whatever, aber jeder feiert so, also wirklich Underground-mäßig, und die labern dann halt über dich, und das ist dann doch so ein Ding, wenn das da, also da sind die halt auch gut, klar, weißt du, wir waren noch nie in Brasilien, so, aber das muss halt sick sein, so, und von dem her glaube ich, dass du so unter der Hand echt auch viel mehr über so Nuclear Warfare gesprochen hast, was wir halt so jetzt in den großen Magazinen mitkriegen, weil die jetzt nicht beim großen Label sind oder so. Aber ich glaube, die haben schon wirklich Zucker im Arsch da unten so. Und wenn du halt genau da bist, mal so Brasilien-Tour, Alter, geil so. Weil, also was machst du groß? Ja, Europa-Tournee, ja klar, so. Und dann, ah ja, Asien, das geht dann nochmal ein, zwei Wochen, das ist auch schon wieder voll der Akt so. Oder dann mal in die Staaten, so USA, aber so Kanada-Tour oder einfach Südstaaten, kriegst du sehr selten mit. Das ist vielleicht halt, weil es so ein bisschen sketchy ist, so mit Booking und so und alles. Und ja, du halt diese Sicherheit nicht hast, aber. Ist schon, ja, ich glaube, cool, das müsst ihr euch noch aufs Revers nageln, glaube ich. Also Mexiko, ne? Das war schon geil. Nee, Mexiko hätte ich Bock, da mal Konzerte zu spielen. War A, ein Riesenland, krasse Kultur. Wird dem Andi auch super gefallen, weil der ist ja auch voll interessiert so an Mexiko und. Ich habe, wenn du halt mal echt im Südamerika, wenn du da mal richtig drin bist, so und einfach wegen der Mentalität, die Leute, so wie das ist, so, das muss einfach geil sein, so kulturell auch. Und dann machst du auch ein bisschen Metal-Mucke, so, dann ist cool. Und vor allem Thrash Metal ist ja auch ein Riesending, so, ne? Das ist, also, wird Bock machen. Aber dann frage ich mich halt, ich meine, klar, mit Nuclear Warfare, ich meine, da hat man ja auch gute Connections, sage ich mal. Eigentlich, man kennt die Jungs und ist euch da noch nie auf die eine Idee gekommen, dass ihr einfach mal sagt, okay, wir nehmen mal die nächsten Teutonic vor und machen mal genau sowas? Ja doch, wir haben da auch schon drüber gesprochen und da war halt, hat der Fritz so gemeint, so ist halt so, wie gesagt, ist halt in Südamerika und ist so ein bisschen sketchy, so was da Promoter machen, was nicht so, und auch wenn die in Brasilien spielen, das ist dann so oft so, ja, keine Ahnung, haben wir 10 Gigs, ja gut, am Ende haben wir nur 4 gespielt von den 10, war halt komisch, ne? So, und das dann, also du fliegst da runter, karst deinen ganzen Scheiß mit, so, und dann null Sicherheit, vielleicht sind wir auch einfach Weicheier, keine Ahnung, so, aber, also ich hätte schon Bock, das zu machen, weißt du, wenn du dann nur runterfliegen müsstest und nur, dass du körperlich anwesend bist und da alles da ist, so, weil zocken kannst du es ja dann so, ne? Aber ja, wär schon mal eine Idee, so, wir haben auch schon drüber gesprochen, aber da hat der Fritz halt auch gemeint, so, ja, ist halt, wie gesagt, ein bisschen sketchy da unten und müsste man, kann man schon machen, aber hey, man darf nicht so viel erwarten und na, und bist nicht Sepultura und sowas, weißt du, so, ja klar, so, ist alles klar, ne? Aber hätte trotzdem Bock. Ja, also ich glaube, wir helfen dann einfach mit Undergrounded. Ich kenne da einen Chilenen, glaube ich. Und genau, also wir haben da eine riesen Fanbase, auch als Undergrounded, weil wir auch ganz viel auf Portugiesisch und Spanisch machen. Genau, also diesen einen Chilenen, den kenne ich, ja, der kauft bestimmt auch ein Ticket. Dann kann man das mal starten. Da haben wir schon einen Gast, das ist schon mal was. Und der reist sich dann hinterher. So, ne? Dann werden wir auch reich, das wird richtig geil. Ja, nee, aber das wäre schon cool. Also ich hätte auch Bock, so, man sollte es machen. Einfach so gerade jetzt die größeren, in Anführungsstrichen, gerade, also so in unserer Liga, so die Bands, so wenn du jetzt Dustball nimmst, also Dustball, Priviat, Anti-PV, Space Chaser, die Wolfpack-Jungs will ich auch mitnehmen, klar, einfach so eine eigene Tour machen und nicht immer, dass du der Arsch bist, der halt hinter Destructional Creator herfährt, den dann die Hütte heiß macht und dann dürfen die nachher noch so, also warum nicht eigen so ein Ding machen? So, die meisten Bands haben selber einen Bus, sprich sich ab mit dem Equipment, hast dann nicht diesen Scheiß, so, nee, du spielst nicht mit meinem Schlagzeug, so jeder bringt seinen Scheiß mit und am Ende sagst du halt so, ja, ey, jetzt haben wir 10 Gigs gespielt, irgendwie so, sind 8000 Kilometer gefahren dadurch, so, haben so und so viel Geld aber dafür für Benzin ausgegeben, das machen wir durch die Anzahl der Leute, die mit waren, so, und das ist so ein faires Aufteilen, weißt du, nicht dieses, ja, fährst mit Destruction mit und zahlst 15.000 Euro, dass du da mitspielst, weil das finde ich halt kacke und so Angebote haben wir da andauernd, so, ja, ich nehme dich mit auf meine Tour, so, ja, gerne, spiel ich mit, bin deine Mucke geil,
keine Ahnung, Band XY so, ja, kriegt halt 8.000 Euro von dir, so, ja, okay, für was? So, ja, weil wir halt die Spritkosten haben und das teilen, dann wäre das alles kein Ding, so, ne? So, ja, wegen Visa und so, das sind halt so Kosten, die jeder trägt. So, ja, klar, zahle ich das so. Aber nee, dass ich halt danke, ich gebe dir 8.000 Euro und danke, dass ich die Musik machen darf und dir hinterherfallen in deinem Nightline und so, krieg dich ins Knie. So der Scheiß, so. Und von dem her, weißt du, weil man halt auch gerade die ganzen Leute kennt, so mit diesen Bands, so, also, und die ticken alle so. Und das wäre so ein Ding, das sollte man machen. Weil jetzt gibst du mal so Destruction, Creator, Tanker, so, so, lass den noch 5, 6, 7 Jahre Mucke machen, so, ne? Und sie sind ja auch alle cool und man kennt sich ja auch persönlich mittlerweile und sind auch alle voll nett und so. Und es ist halt auch Business und du musst da Kohle machen, so keine Frage, aber. Jetzt wird es Zeit für die nächste Generation, die ist halt vielleicht auch ein bisschen die, also klar, ich glaube, viele von denen machen das auch nicht hauptberuflich, beziehungsweise ich glaube, wen habe ich auf dem Ragnarok, in Hessen, war glaube ich mal, entweder war es Sodom oder Tankard, einer von den beiden und die waren auch immer noch total down to earth und haben noch ihren privaten Job, genau, aber ich glaube, das ist schon mal noch was anderes. Also die haben ja alle so Dayjobs und das machen sie nur am Wochenende so, aber auch allgemein, wenn du jetzt nur Musik machst, also machst du, also ich mache ja nebenher auch so, weißt du, ich arbeite noch so für Metal Striker, so Metal Magazin, dass ich da Zeug schreibe, machst nebenher noch Gastro-Zeug irgendwie oder bist im Venue, so Kumpel von mir, unser Tontechniker, der Carlo, so, der ist halt Hausmischer noch im LKA und macht da Shows und alles, weißt du musst Sachen nebenher machen, weil du kriegst ja nicht so viel Kohle, es ist ja auch keine Ahnung, also ich frage mich immer, was die Leute dann denken, so, weil du kriegst natürlich mit, so eine Doro Pesch will jetzt 14.000 Euro, wenn die zu dir kommt und dann denke ich mir so, hey, ich zahle keine 14.000 Euro, das, keine Ahnung, dass ich irgendwie für immer und den ganzen Scheiß, so, was weiß ich, so, und so Gagen kriegst du ja natürlich nicht. Weißt du, dann hast du dann irgendwie so ein Ding, wenn das noch über ein Booking geht, dann sagt der Typ natürlich so, ah ja, ich will 2.000 Euro, irgendwie, dass die Band da spielt, dann machst du noch 20% Abgaben davon und dann ist ein Kumpel, der ein Festival macht, so, und dann sagt, klar, spiel ich dir dafür so, mach 500 Tagen easy, so, und davon musst du halt, und das sind so Gagen, was du eher bekommst, wenn du alles machst, so. Ich glaube, so alle Bands in unserer Größe haben so zwischen 500 Euro und 1.000 Euro Gage ungefähr, dann zahlst du halt dann noch Steuern drauf, dann hast du vielleicht ein Booking, der das so rausmacht, so, und dann zahlst du, also normalerweise ist so zwischen 10 und 20% gibst du von deiner Gage ab, so, dann sagen wir 1.000 Euro, so, ne, und läuft blöd, dann gebe ich da schon mal mit 20% 200 Euro ab, darauf berechnet er mir nochmal 90% Mehrwertsteuer, so, und da zahle ich dem halt dann, ja, wie gesagt, so 220 Euro ab, so, und hab dann noch 880 Euro, auf die zahle ich dann selber wieder 7% mehr Umsatzsteuer, dann ziehe ich noch 400 Euro Spritkosten ab, dann habe ich dann noch irgendwie 300 Euro, teile das durch 4 und das ist dann das für irgendwie, wenn du so siehst, so 14 Stunden Arbeit. So, und dann kriegst du noch 5 Getränketickets, ne? Und das reicht natürlich hinten und vorne nicht, dann zahlst du noch 6 Bier und dann bist du schon wieder raus. Ja, genau, und dann so, ah ja, es war ein schönes Wochenende. So. Nee, also es bleibt halt nicht viel hängen und du musst halt nebenher immer Zeug machen und dann, also es ist halt meistens so, ich mache auch so Management-Zeug noch so, ich, also ich lasse mir das dann schon auch bezahlen, so, weil also irgendwas musst du ja machen, also ich muss halt auch meine Miete zahlen und dann ist nicht Highlife so, weil das irgendwie so dein Label zukommt, ey, yo, cooles letzte Album, ja, hast mal 20.000 Tage, geh mal ins Studio, mach was Schönes. Das musst du ja auch alles bezahlen und ja, drum, also so wenn Leute, die nur Musik machen, die, also wirklich so, ja, du tourst jetzt 3 Monate und danach hast du irgendwie 40.000 Euro gemacht und auf der Tour hast du keine Ausgaben so und dann kannst du wieder irgendwie ein Jahr oder zwei chillen, so, ne, also das gibt nicht mehr. Also 80er sind vorbei, es läuft nicht mehr so. Also das ist einfach vorbei. Ich glaube, da müssen die Leute auch mal sehen, das ist, also keine Ahnung, so Hirsch und so Kumpels, was ich mit meinem Abi gemacht und so, hey, du bist so jetzt Rockstar, musst du voll Kohle haben, so, Alter, ich wohne in fucking WG, so, ich war 3/4 Jahr obdachlos, auf beim Kumpel auf der Couch gewohnt, so ein Rockstar bin ich so. Aber ja, ich muss halt um 7 Uhr morgens nicht aufstehen, was schon noch geil ist, so, keine Frage, aber du musst halt nebenher so viel machen, weil sonst kannst du halt, also überlebst du nicht so halt. Toll, ne? Aber jo, ne? I see. Huh. Ich glaube auch der Lenny, weißt du, Lenny von Dustball und so, der ist, glaube ich, auch einfach, ich weiß nicht, ob der im Backstage oder sowas arbeitet in München und macht da halt auch so
Event-Quatsch so und ist dann halt immer im Venue-Abend so, auch wenn nicht spielt und macht halt Sachen mit Musik, wo er halt auch Kohle verdient, wo er nicht direkt halt Musik spielt. Und das machen halt viele, aber nicht dieses, ja, ich chill jetzt in meinem Pool, besorge mich jeden Tag und bin da 3 Monate auf Tour und dann mache ich weiter so und das gibt's nicht. Also ich kenne niemanden, also wenn ich so einen kennenlernen würde, würde ich auch sagen, Alter, wie machst du das? Und zeig mir, wie es geht, weil dann mache ich das auch, aber ich glaube, es geht halt nicht mehr so. Also, bevor mich jetzt gleich die Regie killt, großes Fazit, ja, also zuallererst, Leute, lernt was Ordentliches, ne, das ist auch vor allem für die Eltern, jetzt kommt der wichtige Part, lernt was Ordentliches, ne, besorgt euch einen gescheiten Job, dass ihr auch dieses High-Life-Touring machen könnt, wie der Lorenz, genau, wir müssen eine Thrash Alliance aus den Underground, was weiß ich, Top 10, ne? Mitmachen, wenn wir so Fresh Alliance machen, so mit Pribyat und Dusties und so, bis da hinterherfahren und das filmen. Mit ja, Underground. Muss ich machen, wenn der andere filmt, dann muss ich dem halt die Kamera ins Gesicht prügeln, dass er dann halt nicht filmt und ich dann halt Exklusivrechte bekomme, da kann ich auch nochmal. Ich freue mich schon extrem drauf, euch wieder live zu sehen, ne, weil es einfach halt auch immer ein Fest ist. Leute, kauft euch, wenn noch was übrig geblieben ist von dem Boxset, was dann keinen Wasserschaden hat, ne, einfach kaufen. Also Boxset ist auch, aber Merchandise, so Shirts und sowas, das unterstützt nämlich wirklich am meisten, wenn man Shirts. Und dann gucken wir einfach, wo ihr vielleicht 2020 irgendwann im Dezember nochmal auftretet oder halt 2021. Bin extrem gespannt drauf. Also machen wir. Wäre nice, dich auch mal wieder zu sehen. Dann können wir, ich weiß nicht, Whisky trinkst du lieber als Bier, ne? Scheißegal, ich bin von allem, von einem auch halben Schluck. Ne? Bin ich voll. geil. Dann machen wir das so und ich hoffe, dir geht's dann noch. Lass dir gut gehen. Ja. Grüß deine Mates. Grüß Undergrounded. Bleibt untergründig. Lass dir nicht die Meinung verbieten und ich möchte mehr Streits auf Facebook sehen, weil das ist in letzter Zeit ein bisschen eingerostet so. Also ich habe schon keine Gut, ich versuche was vom Zaun zu brechen für dich. Gesehen, so, ne? Gut. Also Lorenz, bleib gesund und hau rein. Bis dann. Ciao. Ciao.